Jo, was geht ab da draußen? Boah, ist jetzt 5 Uhr morgens, ey. Grande Katastrophe, sag ich. Und ja, jetzt geht's ab nach Dubai endlich, aber scheiße, da kam doch gestern noch ein Kollege vorbei. Da sagt er auch nochmal, oh, ein Bier können wir haben, ne? Ja, ist klar, ja. Und das hat man wieder hier. Klar, ist klar, ein Bier, ja. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Ja. Ja, gut. Schauen wir mal. Und dann wollte ich noch einen Schlüssel wegbringen nach oben und sagten auch noch ein Bierchen. Und dann, naja, gut. Aber ich habe zumindest früh den Abflug geschafft. Irgendwie 10 Uhr waren wir dann doch im Bett. Ja? Aber ja, gut. Ja. Aber nun geht's gut, geht's los auf die große Reise. Und ja, dann sehen wir uns nachher in Dubai, oder? Also, bis dann. Tschö. Ich bin gerade echt schwer angepisst, ey. Die Emirates-Geschichte, die haben uns ja irgendwie die Taschen abgenommen, habe ich so das Gefühl. Ja, wir durften nicht mal ein bisschen Gepäck hier. War irgendwie nicht erlaubt, ey. Ich verstehe das gar nicht. Das ist irgendwie, da bin ich ein bisschen angepisst. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal ein Bierchen reinspülen. Um 8.10 Uhr. Krasse Nummer. Ja. Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Das pisst mich auf. Aber na gut, sehen wir mal gucken, ob wir mit diesen Taschen überhaupt in den Flieger kommen. Na, werden wir gleich sehen, ja? Naja, ich gönne mir jetzt erstmal ein Bier. Happens in we checked from Frankfurt. Tell it. You can do in English. Yeah, so we arrive at Frankfurt Airport like 7 in the morning. We're checking in. We have 2 big Rimowa for one each and 1 little Rimowa for carry-on. And I have 1 little backpack, and Stefan also have 1 little backpack. The lady from the counter check-in said we only allow 1 piece of backpack per person, means we need to give up our remover, and then we have to unpack everything right in front of everybody, and Stefan was really pissed. Ja, and he was like und das Flugzeug, the plane was completely empty. So why the fuck you can't carry a bit more in, right? Yeah. For security reasons. That was but really hey, come on. And I was pissed the whole time. Fucking whole time pissed. And that's why we now need a kleine. Woohoo! Yeah. And we arrive here in we stay tonight in Radisson Blu Hotel. We arrived like almost 7 o'clock. Yep. Yes. 8:30 now. 8:30. Local time. The hotel's here is nice. No, you are a bit old now. A bit old, but yes. But it's good location now. But yeah, when you... We'll show you later the location. Yeah. Let we just enjoy our little show first. That's it. Cheers. Bye, guys. Bye-bye.